Du möchtest dich selbst besser führen oder gar verändern? Du möchtest andere besser führen oder gar verändern? Nun, dann stehst du vor dem sogenannten Schnürsenkelproblem und ich werde dir dafür heute eine Lösung zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Wir helfen jedes Jahr vielen Menschen dabei, sich zu gründen, zu wachsen oder schließlich ihr Unternehmen zu verkaufen. Und alle haben die Herausforderung, nicht nur andere Menschen, Kunden, Multiplikatoren, Mitarbeiter, Fremdleister zu führen, sondern zuletzt auch sich selbst. Und sie stehen immer vor einem Dilemma. Und dieses Dilemma haben Hunderte, Tausende von Müttern und Vätern jeden Morgen, wenn es darum geht, die Wohnung zu verlassen, wenn es darum geht, morgens die Schuhe anzuziehen, auch für die Kinder. Sie können entweder Zeit sparen und die Schnürsenkel selbst zubinden oder sie können ihrem Kind zeigen, wie das funktioniert. Hat es die Mutter eilig? Nun, dann wird sie schnell die Schnürsenkel zubinden. Will sie aber vermeiden, dass sie dem Kind auch noch im Alter von 10, 20 oder 30 Jahren die Schnürsenkel zubinden muss, dann darf sie die Entscheidung treffen, sich mehr Zeit zu nehmen und dem Kind dabei zu helfen, durch einen strukturierten pädagogischen Lernprozess selbst die Fähigkeit zu vermitteln, die Schnürsenkel zu binden. Und die gleiche Herausforderung, die hast du auch im Umgang mit den Mitarbeitern. Willst du es lieber mal schnell eben selbst machen, damit es schnell erledigt wird, oder nimmst du dir die Zeit, diese Fähigkeit beizubringen? Aber es geht nicht nur um die Führung deiner Mitarbeiter, es geht auch um die Führung und Veränderung deiner selbst. Denn viele Menschen neigen dazu, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen, etwas so zu machen, wie sie es schon immer gemacht haben, ein viel schlechteres Zeitmanagement, einen viel schlechteren Telefonleitfaden, eine viel schlechtere Redevorbereitung einfach durchzuführen, weil es schneller geht. Es gilt also auch, hier Geduld zu haben mit dir selbst in Veränderungsprozessen und diese vier Schritte, die ich dir heute zeigen werde, auch mit dir selbst umzusetzen. Damit du dieses Schnürsenkel-Dilemma im Umgang mit anderen und mit dir selbst vermeidest, gebe ich dir sowohl eine Methode als auch ein Modell an die Hand. Das Erste, was die Mutter wissen muss, wenn sie ihrem Kind die Schnürsenkel binden lehrt, dass es vier Phasen der Kompetenzentwicklung gibt. Die erste Phase, diese hier, das ist die Phase der unbewussten Inkompetenz. Das heißt, das Kind weiß gar nicht, was es nicht weiß. Das Schnürsenkelbinden der Mutter sieht sehr leicht aus. Und der Zustand des Kindes ist auch, ach, das sieht ja ganz leicht aus, das kann ich auch. In der zweiten Phase jedoch sieht es bei dem Kind schon ganz anders aus, wenn es realisiert, was es nicht kann, was es nicht drauf hat. Aus dem Schnürsenkel wird ein Knoten. Aus dem guten Telefongespräch wird ein hilfloses Gestammel. Und aus dem Für-Elise-Stück von Mozart einmal komponiert, wird nur ein hilfloses Geplänkel am Klavier. Und eine gute Mutter, wie auch eine gute Führungskraft, weiß, erst in einer dritten Phase wird die Fähigkeit langsam erlernt, erworben, die sogenannte bewusste Kompetenzphase. Es ist noch anstrengend, es ist noch schwierig, es werden Fehler gemacht, es wird nachgebessert, Feedback ist hier wichtig. In der vierten Phase der unbewussten Kompetenz, da gelingt alles leicht. Da machst du erst Fehler, wenn du wieder darüber nachdenkst, was du machst. Kannst du heute Abend beim Zähneputzen ausprobieren. Das Kind bindet die Schnürsenkel und unterhält sich mit der Mutter. Der Mitarbeiter telefoniert sein Telefonleitfaden ab, macht sich da ein paar Notizen und rührt sich nebenbei noch einen Kaffee an. Das ist die vierte Phase. Und hierzu gibt es eine Methode, die ich dir nun zeigen werde. Der erste Schritt ist, dass du es nicht nur vormachst, sondern dass du es dirigierst. Und zwar Schritt für Schritt in der richtigen Reihenfolge, sodass du jede Ausbildereignungsverwendungsprüfung bei der IHK auch bestehst. Der Wechsel nun von der zweiten in die dritte Phase schaffst du durch Training. Das bedeutet, dass du den gezeigten Ablauf immer wieder wiederholen lässt, Feedback gibst, wiederholen lässt, Feedback gibst, also üben, üben, üben. Das schließlich macht den Meister. Und du stehst daneben als Trainer. Die Mutter steht daneben und sagt, ja, Kind, du schaffst es, mach das mal ein bisschen anders. Du stehst als Führungskraft daneben und sagst, das war gut und hier kann es noch ein wenig besser werden. Hier in der dritten Phase, wenn die Kompetenz schon einigermaßen vorhanden ist, da sekundierst du nur noch. Ein Sekundant ist jemand, der nur noch eingreift, wenn grobe Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen sind vom Verhalten oder vom Gegner. Umgangssprachlich wird Sekundieren auch Coaching genannt. Du bist also ein Begleiter, der hilft, die vorhandene Kompetenz zu verfeinern, zu verbessern, zur Meisterschaft zu betreiben. In der vierten Phase kann nur die Mutter sagen, Kind, schnür bitte die Schnürsenkel deiner Geschwister zu. Sie kann delegieren, was du auch in dieser Stufe als Führungskraft zu deinen Mitarbeitern sagen kannst, Müller, machen Sie mal das Projekt X, Y oder Z. Wenn du nun in dieser vierten Phase wieder eingreifst und dem Kind sagst, was es machen soll, wenn du also dirigierst, sekundierst, dann wird das als fehlende Wertschätzung, als Mikromanagement bewertet. Das wollen dann deine Kinder und deine Mitarbeiter nicht mehr. Auf der anderen Seite kannst du nun
getrost delegieren. Der große Fehler ist nun, dass die meisten Führungskräfte wie auch Eltern nicht beim Schritt 1 anfangen, vormachen und steuern und trainieren und dann sekundieren, sondern viele fangen einfach bei der Phase 4 an und wundern sich dann, warum die Mitarbeiter völlig überfordert sind oder die Kinder das gewünschte Ergebnis nicht erzielen. Und schwupp wird es auf die persönliche Beziehung projiziert und gesagt, du bist untauglich, du kannst das nicht, schlechter Mitarbeiter, schlechtes Kind, unartiges Kind. Aber den Fehler, den hat vielleicht ein anderer gemacht, nämlich die Führungskraft, das Elternteil, vielleicht auch du. Deshalb lade ich dich heute dazu ein, deinen Führungsstil, deinen Ausbildungsstil zu überdenken. Und ganz besonders nicht nur zu anderen Personen, zu Kindern oder anvertrauten Mitarbeitern, sondern auch im Umgang mit dir selbst. Erwarte auch von dir selbst nicht, dass du etwas Neues machst, du nur sagen musst, oh, ich delegiere mir eine neue Fähigkeit, ich setze mich ans Klavier und spiele, ich mache mich selbstständig und das klappt. Nein, alles, auch was du selbst neu machst, durchläuft diese vier Phasen. Und wenn du das strukturiert und vor allen Dingen auch motiviert gestalten willst und in diesem Prozess die Begleitung wünscht, dann lade ich dich ein, unseren Gutschein für ein kostenfreies Gespräch einfach zu nutzen. Denn wir können dir dabei helfen, diesen Prozess zu gehen. Wir haben über 40 Experten. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei deiner Veränderung von dir selbst und deinem Umfeld mit diesem Modell und dieser Methode. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.